Aus dem nahegelegenen Hannover und den Nachbarorten reisen die Mitstreiter an. Moin. Ja, moin. Na du? Na, gut hergefunden. Ja, doch. Und? Hast Bock? Ja, klar. Dann lass los, oder? Jo. Neben Sebastian und Florian sind auch Heavy und Tobias scharf auf den goldenen Teller. Als Letzter dran zu sein, ist es schon hart, weil man gesehen hat, was die anderen so drauf haben. Man wird ein bisschen verunsichert und denkt vielleicht auch mit dem eigenen zu kämpfen. Schaffe ich das nicht? Viel Glück, Roberto. Buongiorno. Hallo und buongiorno. 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 Kommt rein, ich habe einen schönen Tisch für euch vorbereitet. Fühlt euch wie zu Hause. Danke, danke dir. Bis gleich. Benvenuti. Willkommen in der modernen italienischen Küche. Stromboli heißt ein nativer italienischer Vulkan. Ist das Lokal auch so heiß? Typischer Dorf-Italiener klingt jetzt böse, aber es ist wohl so. Aber es ist tatsächlich so. Also wie in Jahren erwartet. Gekommen. Ja. Es ist nicht so modern, sage ich mal. Es ist halt wie so auf dem Dorf, wie man sich das vorstellen kann. So ein bisschen, ja, rustikal. Ein bisschen modernisiert da oder jenes. Bisschen was ist dran. So, mein Lieben, darf ich euch jemanden vorstellen? Eine ganz wichtige Person in meinem Leben, meine Mutter. Hallo, Susanne. Susanne. Hallo, Susanne. Hi. Susanne ist Robertos Mutter und seine Chefin. Ja, die Speisekarte sieht auf jeden Fall so aus, als wäre sie schon durch viele Hände gegangen. Diese Holzoptik, natürlich nicht mehr zeitgemäß. Finde ich jetzt aber in einem Laden wie diesem jetzt auch gar nicht so schlimm. Vielleicht noch so ein schönes Bild zum Anregen. Ja. Ach was, ein schönes Bild zum Anregen, ne? Also das heißt auch den italienischen Tourismus in die Karte holen, ne? Nee, ich bin überhaupt nicht für Bilder. Jeder wählt drei Gänge, ganz ohne Fotos. Das beste Bild will Roberto abgeben. Roberto! Hallo! Hallöchen! Na? Oh, das sieht ja nach einer Ente aus. Ja, ganz genau. Die Entenbrust mit der orangenen Wernersoße. Du hast da schon mit dem Messer reingeritzt. Warum machst du das? Genau, das nennt man Ziselieren. Dadurch beim Garvorgang geht das Fett ins Fleisch mit rüber. Und es hat auch optisch einfach schöner. Das ist jetzt eine Barberie-Ente aus Frankreich. Also schon eine gute Qualität. So die berühmteste und bekannteste. Mittlerweile haben wir ganz tolle Enten auch in Deutschland. Aber ist halt so ein fettarmes, schönes, festes Entenbrüstchen mit einem tollen Geschmack. Deshalb würzt der Küchenchef die geschmackvolle Brust auch nur mit etwas Salz, bevor er sie allseits anbrät. Die wird jetzt ein bisschen mit der Nussbutter noch bepinselt, so. Also die Butter wird geklärt, Molke setzt sich ab, die Molke fängt dann langsam an zu überhitzen, zu verbrennen und das gibt dann diese Nussaromatik in die Butter ab. Mit frischem Rosmarin und Thymian schiebt Roberto die Entenbrust in den Ofen. Wie clever von dir, das ist doch eigentlich dein Pizzaofen. Du weißt ja, wie es heißt, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Super. Außerdem ist der Pizzaofen wirklich beim Italiener immer so ein Universalgerät. So, jetzt fangen wir mit der Soße an. Dann würden wir mit den Orangen tatsächlich anfangen. Okay, die schon pressen mal wir? Pressen. Oder? Hm? Ganz okay. Genau. Heavy übt gerne ein bisschen Druck aus. Natürlich nur auf Orangen. Perfekt, dann haben wir den Orangensaft, ne? Und Averna und meine schöne Grundsoße, die Jus, die ich angesetzt habe. Die muss jetzt noch ein bisschen reduzieren. Das ist aber auch gewagt, ne? Dieser Kräutergeschmack da drin, ne? In der Soße. Gespannt. Für die Vorspeise schneidet Roberto die Entenbrust dünn auf, sobald sie abgekühlt ist. Der erste Gang erreicht die Mitstreiter. Toi, toi, toi. Ich wünsche heute einen guten Appetit. Vielen Dank. Dankeschön. Das Kalbfleisch mit Thunfischsoße heißt Vitello Tonato und ist für den gelernten Koch Florian. Ja, es ist modern. Wir haben schon ganz andere Vitello Tonato gesehen. Roberto, du bist im Spiel. Also das Fleisch, das ist schön rosa gegart. Na gut, es hat einen ganz leichten grauen Rand, aber das ist normal, das kann passieren. Ich weiß nicht, welches Teilstück vom Kalb er genommen hat. Es war auf jeden Fall ein bisschen faserig. Was ist für mich zu dick geschnitten, weil das Vitello an sich sonst dünner geschnitten wird, weil die Scheiben ein bisschen zarter dann sind, auch im Biss. Das war jetzt eigentlich schon ziemlich dünn, oder?
Die Thunfischsoße ist auf jeden Fall selber gemacht, wird wahrscheinlich selbst hochgezogen sein. Es ist eine leichte Nuance vom Weißwein drin. Man schmeckt die Kapern deutlich raus, die mitverarbeitet wurden, die auch als Ganzes hier zu sehen sind. Ganz leicht nach Thunfisch, nicht zu stark, also meiner Meinung nach genau richtig so vom Geschmack her. Was ist denn das Grüne? Das ist angerichtet mit einem Wildkräutersalat, der meiner Meinung nach ein bisschen zu sauer mariniert ist. Hätte ein Ticken dezenter sein können. Da hätte ich vielleicht anstatt mit klassischem Zitronensaft und Olivenöl vielleicht ein bisschen anders gehaushaltet. Granatapfelessig oder ein Aceto mit irgendeiner Fruchtzugabe. Wie wär's mal mit dem Rotweinessig in Italien? Küchenmeister Sebastian hat die rosa gebratene Entenbrust mit Orangen-Averna-Soße. Doch, das ist auch ganz nett gemacht. Orangen-Averna-Soße. Da bin ich gespannt, wie der Geschmack rüberkommt. Die Entenbrust ist noch rosa, würde ich sagen. Gerade noch rosa. Also hier ganz leicht am äußeren Rand schon eher etwas grau. Geschmacklich ist es einwandfrei. Hat ein tolles Entenaroma auf jeden Fall. Ja. Was ich ein bisschen vermisse, ist die Haut. Aber ich vermute, die hat er vorher runtergenommen oder vielleicht nach dem Garen. Beim Anbraten und auch beim Garen im Ofen hatte er die tatsächlich drauf gehabt. Und die sah so lecker knusprig aus. Aber gut, wenn sie dann halt abkühlt, dann ist sie da nicht mehr. Ja, hat er mir nicht gegönnt, die Haut. Die Entenhaut habe ich extra weggelassen, weil sobald die kalt wird, ist die halt nicht mehr crunchy, nein. Wenn es warm ist, ist eine Haut knusprig. Klar, wenn es kalt ist, ist sie nicht knusprig, aber die Haut bringt Aroma. Die würde ich nicht wegschneiden. Der Clou ist die Soße. Die Orangen-Averna-Soße fand ich persönlich sehr lecker. Die Soße hat eine ganz leichte herbale Note, würde ich jetzt fast sagen, was sicherlich auf den Averna zurückzuführen ist. Ja, ja, ja. Das ist ein Kräuterlikör. Der Salat ist auf jeden Fall mit einem sehr, sehr sauren Dressing angemacht. Fand ich ein wenig störend. Naja, das haben wir jetzt ja schon zweimal, ne? Also, das mit der Säure im Salat wird wohl was dran sein. Evi probiert die bunte Gemüsemischung, die da heißt Antipasti Verdura. Ein bisschen Paprika eingelegt, ein bisschen Zucchini sehe ich da. Das Knusprige wird wahrscheinlich eine Aubergine gebacken sein. Ja, mal abwarten. Was ich total liebe, sind die Pilze. Die sind schön saftig, die sind tatsächlich leicht angegrillt und dann eingelegt. Hilf mir noch mal bei den Paprika. Wie heißen die noch mal? Pimento. Pimentos. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass er vielleicht sich die Mühe gemacht hätte und die Haut abgezogen hätte. Nein, das geht gar nicht beim Pimentos. Wenn ich meine Paprika grille, dann mache ich sie generell die Haut ab. Ist so. Die Auberginen, die mag ich super gern. Sind auch, im Grunde ist eigentlich alles gut mit Knoblauch abgeschmeckt. Also da hat er auch nicht gespart. Was ich auch so ein bisschen verwundert war und das auch nicht kannte, ich habe hier tatsächlich eine Zucchini-Blüte, die er paniert hat und gebraten. Ist nicht so meins vom Geschmack her. Kann man machen, optisch sah es sehr schön aus, aber ich brauche das nicht, sorry. Ist zwar auch nicht typisch Italien, ist mehr so in Spanien zu Hause, kann man aber mit drauf machen. Koch Tobias probiert den Oktopussalat, auf Italienisch Insalata di Pulipo. So vom Farbspiel her ist es schon ein bisschen fancy angerichtet, das Ganze mit dem Schwarz und den bunten und auch noch der bunten Kresse dazu. Fand ich erstmal optisch sehr, sehr schön. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass der Oktopus perfekt gegart ist, butterzart, aber trotzdem noch einen schönen Biss. Ganz wichtig, wenn das nicht hinhaut, hast du ja schon keinen Bock mehr. Als Kritikpunkt könnte man anführen, so der Pulpo, der ist jetzt nur mit Olivenöl mariniert, vielleicht noch einen schönen Spritzer Limettensaft dazu, dann wäre das runder. Fehlt ein bisschen Salz, ein bisschen Säure. Naja, die Limette gehört ja nicht nach Italien, ne? Wenn, ist es eine Zitrone. Mit dem Salzgrad habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Tobi, da hat er eigentlich jedes Mal was. Also er isst persönlich selber wahrscheinlich ein bisschen mehr Salz. Da wäre ich eher vorsichtig, auch für die Allgemeinheit und lieber nachwürzen. Dazu gab es noch ein schwarzes Püree, eine Masse, die wir noch nicht so richtig definiert haben. Auf jeden Fall mit Sepia-Tinte gefärbt, das schmeckt man auch leicht raus. Dann hat es so ein bisschen was Grisseliges. Also ich denke, es war ein Bohnenpüree. Das Schwarze war halt die Kartoffel, die ich mit ein kleines Püree noch gemacht habe. Die Kartoffel war auch im Oktopussalat
Dabei? Relativ geschmacksneutral. Brauche ich nicht. Nach dem ersten Gang gibt es die Vornoten, damit Roberto weiß, wo er steht. Meine Lieben, wie hat's euch geschmeckt? Wie ist eure Tendenz? Bis zu 10 Punkte sind drin. Ja, Roberto, bei mir stehst du aktuell bei 7 Punkten. Bei mir stehst du bei 6 Punkten. Oh, 6. Ja. Ja. Da ist noch Luft nach oben und unten. Aktuell, lieber Roberto, stehst du bei mir bei 7 Punkten. Du liegst bei mir aktuell bei guten 6. Gut, dann kann ich mich ja noch verbessern. Vielen Dank. Hattest du dir mehr erhofft, Roberto? Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich, aber jetzt muss man sich versuchen, dann halt noch mal zu steigern. Das ist jetzt einfach mal, damit er da richtig reinkommt in den Wettbewerb. Und jetzt werde sie auch steigern. Da bin ich voll überzeugt. Koch Dennis und sein Chef rüsten sich für die Hauptgerichte. Moin Roberto. Moin Florian. Hi. Hi Florian. Hi, grüß dich. Das ist jahrelanger Freund Dennis, der unterstützt uns heute. Okay. Hoffentlich nicht nur der Freund, ne? Sondern auch ein Koch. Wir machen heute eine Polpettone Ripieno, einen gefüllten Hackbraten zu Deutsch. Wir haben dafür schon was vorbereitet. Wir haben ein bisschen Paprika geröstet, die wir schon flambiert haben, schon abgezogen, dass wir die gleich direkt verarbeiten können. Dazu gibt es ein paar Julienne, normales Mirepoix, was wir fein geschnitten haben. Dann haben wir gedacht, als Beilage ein bisschen italienische Polenta. Die haben wir modern ein bisschen mit roter Beete verarbeitet. Dazu gibt es eine Rosmarin-Jus. Ja, da bin ich mal gespannt. Salz und Pfeffer, ein Ei, geriebenen Parmesankäse und angeschwitzte Zwiebeln mengt Roberto unter das Hackfleisch. Ja, im Moment wirkt es wie ein Frikadellchen. Ne? Sobald Ei drin kommt, ne, und Brot, denke ich mal ein Frikadellchen. Wenn wir die Menge dann gleichmäßig verarbeitet haben, übernimmt der Dennis mit den Füllen der Masse. Der gelernte Koch bringt das Hack in Schnitzelform und garniert die Fläche mit Schinken. Ich nehme den Prosciutto Cotto, italienischen Kochschinken. Ist halt aromatischer als so ein. Wo ist der Unterschied zwischen Normalkochschinken und Prosciutto Cotto? Du hast ja hier mehr, wird auf Masse produziert, in Italien so ein bisschen weniger. Ja, ein bisschen altmodischer. Salzgehalt ist anders. Es ist nicht so fett. Du siehst ja, kannst ja sagen, kannst du das so ein Stück nehmen. Sagen, es ist nicht so fett durchwachsen wie so ein Kochschinken oder sowas. Also, das kann man so nicht stehen lassen. Ne? Also, wenn du einen Schinken aus Österreich nimmst oder einen deutschen, der gut gemacht ist, dann ist das nichts anderes, mein Freund. Kräutertechnisch macht ihr da nichts rein? Rosmarin, Thymian oder sonstiges? Nee, wir versuchen, den Naturgeschmack so gut wie es geht beizubehalten. Wir haben eine kräftige Jules. Ich persönlich würde es ein bisschen anders lösen. Ich würde ein paar italienische Kräuter verarbeiten. Man könnte vielleicht auch ein paar Pinienkerne reinmachen. Ich bin bei Flo. Ich finde, ein paar Kräuter täten dem Ganzen gut. Pinienkerne fand ich auch gute Idee. Vielleicht sogar eine Pesto oder eben frisches Basilikum rein. Aber okay. Abwarten, Süßer, abwarten. Dank der Alufolie kann Koch Dennis das Hack im Handumdrehen um die Füllung wickeln und zum Garen ins Wasserbad verfrachten. Gut, und jetzt landet die ganze Geschichte bei 175 Grad im Ofen. Circa eine halbe Stunde. Nach dem Pizzaofen ist vor der heißen Pfanne. Warum melierst du das? Weil ich die falsche Pfanne genommen habe. Die Beschichtung ist nicht mehr die beste. Das muss man nicht melieren, aber wenn du es halt melierst, dann hast du eine sichere Seite, dass du das in der Pfanne nicht halt anklebt. Ne? Hast du so eine kleine Schutzschicht? Also ich würde sagen, einfach mal eine gescheite Pfanne kaufen und auch nicht zu doll ins Portemonnaie gucken oder ob der Igel in der Tasche ist, sondern eine anständige Pfanne. Weil dann könnte man sich diese Prozedere ersparen. Grundsätzlich hat er nicht unrecht. Ne? Ich würde die jetzt auch nicht melieren. Ne? Eine schöne, gute, beschichtete Pfanne. Dann brauchst du nur ganz wenig Öl und dann kannst du es super lässig anbraten ohne mehr. Entscheidend ist, was am Ende auf dem Tisch steht. Hier kommen die italienischen Hauptgerichte für die vier Mitstreiter. Buon appetito. Danke. Lass dich schmecken. Vielen Dank. Tobias Gericht ist einfach, aber gut. Die Carbonara. Nur echt mit Speck, Käse und Ei. Da ist immer die Königsfrage, ne? Hoffentlich keine Sahne. Ist es das Original? Die Carbonara ist okay. Man kann darüber diskutieren, ob da jetzt vielleicht mal einen kleinen Schuss Sahne ranmacht, um das Ganze doch ein bisschen schlotziger, saftiger zu halten oder nicht.
Nein, kann man nicht. Das ist Hochverrat an der italienischen Carbonara. Spaghetti Carbonara macht man ohne Sahne. Ganz einfache Antwort. Die Nudeln sind frisch, ob jetzt hier im Haus selbst gemacht oder von der Manufaktur frisch bezogen, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall keine Trockenware. Ansonsten ist von allem so ein bisschen zu wenig dran. Zu wenig Salz, zu wenig Flüssigkeit in Form von Sahne oder noch mehr Eigelb. Die darf nicht trocken werden. Sobald der Teller auskühlt und das Gericht auskühlt, darf das nicht passieren. Würziger Speck wie Pancetta darf nicht fehlen. Das ist irgendwie getrocknetes Fleisch. Ist aber definitiv kein Pancetta. Sieht auch noch mal relativ viele Gelatine-Einschlüsse, also scheint schon ein Muskel zu sein. Also Schweinebacke ist ja wahrscheinlich. Auch davon hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht, um dann noch so ein bisschen mehr Bums zu haben an dem ganzen Gericht. Es rutscht nicht, es ist zu trocken geworden. Geschmack kann ich von hier nicht beurteilen, aber die Eckdaten sind schon richtig. Sebastian hat den Oktopus, Polipo mit Ackerbohnenpüree, Rauchpaprikadip und Bimi, also Zwergbrokkoli. Der Pulpo ist super. Ich habe den Ganzen jetzt noch mal in kross angebratener Form hier oben drauf. War von einer Seite auf jeden Fall ordentlich kross gebraten und der Rest war halt schön zart und mürbe. Getoppt mit so ein bisschen gerösteten Mandelsplittern. Die Panko-Brösel oben drauf bringen so ein bisschen Crunch mit, was allerdings nur sehr wenig war. Dann hatte ich hier den Bimi. Das ist halt ja, vom Prinzip her so eine Art wilder Brokkoli. Der ist sehr schön gegart, sehr kurz gegart, schön knackig, noch ein bisschen angebraten. Sehr angenehme Röstaromen, lecker. Ich hatte hier auf jeden Fall eine Soße auf dem Teller, die eine gewisse Paprika-Aromatik mit sich gebracht hat. Ich vermute mal, dass das der geräucherte Paprika-Dip hätte sein sollen. Ich habe jetzt leider auch das Raucharoma eben bei der Soße so ein bisschen vermisst. Also im Endeffekt war es halt so eine leichte Paprika-Soße. Das Gericht ist wahrscheinlich, nehme ich mal an, zu überladen, wa? Es beinhaltet auf jeden Fall Komponenten, die es nicht braucht. In der italienischen Küche, die ja vom Purismus und der Einfachheit, der Produktqualität und der Zubereitung halt einfach lebt. Das Ganze ein bisschen reduzierter, vielleicht ein bisschen mutiger gesalzen. Dann wäre das Ganze auf jeden Fall super. Naja, bei mir hat das alles sehr gut funktioniert. Ich fand die Interpretation gut, mein Geschmack war toll. Es war nicht untersalzen. Ich habe das Knusprige gemocht, aber so sind halt die Geschmäcker, gell? Kritikfähigkeit kann man üben. Roberto trainiert heute fleißig. So, Florian, wie hat es dir geschmeckt? Florian testet die gefüllte Hackbratenrolle namens Polpettone Ripieno mit Rosmarinjus und Rote Beete Polenta. Also erstmal ein großes Lob an dich. Die Rosmarinjus ist wirklich super. Von der Jus hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt, weil sie war sehr übersichtlich. Das war irgendwie ein Löffel oder zwei Löffelchen. Mir ist auch sehr, sehr positiv aufgefallen bei den Gemüsejulien. Die sind auch sehr schön knackig. Und es wurde sich sehr viel Mühe gemacht, dass sogar Zuckerschoten mit reingeschnitten wurden. Sogar in Julienne geschnitten wurden. Und das habe ich bis dato so eigentlich noch nicht gesehen. Also das fand ich echt super. Der Hackbraten ist auch gut. Nur leider eine Scheibe zu wenig, weil er lecker ist. Hat meine Erwartungen voll und ganz getroffen. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen gemacht hätte, ich hätte ein paar Kräuter. Ich bin immer so ein Kräuter-Junkie, was das anbelangt. Ein bisschen Rosmarin oder Thymian. Alles, was halt so in diese italienische Küche passt. Hast aber auch recht. Sehe ich genauso. Wie schmeckt denn die gebratene Polenta? Meiner Meinung nach gibt es zwei Sorten von Polenta. Einmal eine etwas schlotzigere, also die flüssig ist oder halbfest ist. Und eine Polenta, die man aussticht, schneidet oder sonstiges, wie es hier eigentlich ja der Fall sein sollte, weil sie angebräunt ist. Aber die ist halt ziemlich weich dafür, ne? Siehst du ja selber. Die hat wenig Bindung. Und die Farbe hat halt auch nicht sehr viel mit Rote Beete zu tun. Ich mache die immer ein bisschen schlotziger, dass sie halt ein bisschen cremiger im Mundgefühl ist. Mit der Farbe kann man dran arbeiten, finde ich. Ich glaube, die Cremigkeit, die würden andere wieder bejubeln. Also. Heavy mag es bunt. Sie kostet ein weißes Steinbuttfilet mit gelber Safransoße, grünem Spargel und violettem Püree. Roberto, was ist los mit dir? Oha. Ein bisschen mehr Würze hätte ich mir gewünscht bei dem Steinbutt. Ich weiß, das ist ein milder Fisch. Sorry, aber ich habe auch noch ein bisschen, kannst du auch hier sehen, die Silberhaut abtrennen müssen. Seit wann gibt es beim Steinbutt eine Silberhaut? Ich kann die Silberhaut nicht mit essen. Und ich habe mir auch noch Salz und Pfeffer, gut, das kann ich alles nachwürzen, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir noch mal ein bisschen Zitrone. Aber es fehlt da dieser Kick. Weißt du, was sie mit Silberhaut meint? Er hat beim Steinbutt die Haut entfernt. Und da ist da so ein ganz leichter Film drauf, ne? Da, wo die Haut drauf war. War er denn glasig?
Der ist super toll angerichtet. Also vom Filet her super zart. Vom Geschmack fehlt einfach die Würze für mich. Okay. Dafür hast du aber deine Spargeln 1A gemacht. Dankeschön. Mit der Panko Panade. Panko Panade. Bringt auch nicht mehr viel jetzt, ne? Das Rausrudern. Nochmal so ein richtig schön knusprig. Der Spargel ist auch nicht wässrig. Dein violetter Kartoffelpüree, schön sämig. Wenn ich den violetten Kartoffelpüree mit einer normalen Kartoffelpüree vergleiche, habe ich jetzt keinen großen Unterschied rausgeschmeckt. Ich bleib dabei. Ich finde seine Anrichteweise überraschend gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Feintuning an sich arbeiten muss. Das Gelbe vom Ei sind hoffentlich die Desserts. Das ist dein Reich hier? Das ist mein Reich. Jawohl. Kleiner, aber schick. Ja, kurze Laufwege, wa? So sieht's aus. Was machen wir heute? Ich mache mit dir ein Pistazien semifreddo. Das heißt nichts anderes wie ein halbgefrorenes, gell? Wir machen auf Französisch ein Parfait. Das machen wir klassisch, also mit Eigelb unterm Wasserbad mit Zucker aufgeschlagen. Mhm. Dann nebenbei schlagen wir die Sahne auf. Mhm. Pistazien rösten wir ein bisschen für die Aromen. Mhm. Dann habe ich hier einen Läuterzucker, den ich eingekocht habe, mit gerösteten Pistazien, also fast 1:1. Läuterzucker, alte Schule, ne? Ein Teil Wasser, ein Teil Zucker. Das Ganze gemeinsam aufkochen hat den Vorteil, dass du halt keine Krümeleien mehr mit dem Zucker hast, nicht warten musst, bis sich was auflöst und einfach zum Verarbeiten. Der rührende Plan des Küchenchefs ist eine glatte, schaumige Masse. Wenn du magst, kannst du schaumig rühren und du machst die Sahne. Was hältst du davon? Genau, machen wir so. In der Küche arbeiten zu Stoßzeiten 4 Kräfte. Heute muss Tobias den Chef unterstützen. So, dann haben wir die Pistazien, die hacke ich jetzt schon mal, dass sie rösten kann. Können ruhig ein bisschen grob sein, die Textur darf nicht verloren gehen halt, ne? Die Pistazienkerne werden die Krönung des Parfaits. Dann haben wir die Sahne, die wird jetzt hier untergehoben. Normalerweise macht man immer einen Löffel an, genau, und gleicht die Masse an. Aber dadurch, dass wir hier so eine kleine Menge haben, habe ich das jetzt nicht gemacht. Ich sehe, du hast jetzt hier noch ein bisschen Zucker mit dran gemacht. Hast also so einen kleinen Pistazienkrokant gemacht sozusagen. So in die Richtung. Mhm. Ich habe ein bisschen auch von den Sirup dran gemacht. Weil ich finde, beim Zucker wird es zu crunchy. Mhm. Und mit dem Sirup ist es halt so eine natürliche, also nicht natürlich, aber so, das klebt halt einfach besser. Ja. In einer vorgefetteten Silikonform können Pistazien und Eiscreme erkalten und verschmelzen. Na schau, also, das ist doch wirklich schön. Frische, tolle Zubereitung. Der Junge hat, wie gesagt, Potenzial. Aber erkennen denn nun auch die Mitbewerber sein Talent? Hier ist der Nachtisch. Lasst es euch schmecken, mein Lieben. Tobias testet das Tiramisu in der Variation mit Vanillesoße, Fruchtsoße und Früchten. Tiramisu, wie man es kennt, der Löffelbiskuit wurde nur sehr leicht getränkt. Das finde ich gut. Oftmals erschlägt es das so ein bisschen mit diesen Amaretto-Getränken. Super lecker. Und die Konsistenz von der Mascarpone-Creme ist perfekt. Eine ziemlich gute Standfestigkeit. Es kann sein, dass so eine Minimenge Gelatine noch hinzugegeben wurde. Natürlich kann man mit Gelatine nachhelfen, ist aber eigentlich nicht notwendig. Heavy beendet das finale Testessen mit weißer Schokoladenpanna Cotta, Fruchtsoße, Vanillesoße und Früchten. Schön fest und vanillig. Super schön angerichtet mit den Früchten. Durch die Himbeer, Heidelbeer und Erdbeer gab es noch mal so eine schöne Kombination mit süßem und säurem Geschmack unterm Gaumen. Die weiße Schokolade war leicht unter dem Panna Cotta. Ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht, damit ich dann noch mal so schön reinlöffeln kann. Aber das war jetzt mehr so ein bisschen leicht zu wenig. Wie zufrieden ist Feinschmecker Sebastian mit der Schokoladenmousse mit Orangensauce, Orangenfilet und Streusel? 6,50 €, sehr günstig, riesige Portion, muss ich sagen. Auf jeden Fall eine sehr gute Schokoladenmousse. Bringt alle Eigenschaften mit, die eine Mousse au Chocolat haben sollte. Die war halt akkurat aufgeschlagen. Die Sahne wurde untergehoben. Man hat halt eine Cremigkeit und eine Fluffigkeit gehabt. Sehr schön mousseig das Ganze. Was perfekt dazu passt, ist die Kombination mit den Orangen und der Orangensauce.
Ich vermute, er hat die Filets herausgetrennt aus der Orange, den Saft gepresst, dann eventuell ganz leicht angedickt oder eingekocht. Das ist dann hier als Soße dazugegeben. Das umhüllt die Orangenfilets ganz leicht. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das war nicht einfach nur Orangenfilets pur auf den Teller gelegt. Schmeckt lecker, ist eine schöne Kombination. In sich stimmig. Betriebsleiter Florian hat zum Schluss das Semifreddo al Pistacchio mit Pistazie, Biskuit, Boden und Fruchtsoße. Der Biskuit ist, vermute ich mal, mit ein bisschen Pistaziensirup getränkt. Wenn du hier mal guckst drunter, ist der hier auch ein bisschen grünlich, da wo die Pistazien drauf liegen. Wird der Likör sein. Oder der Likör. Mhm. Wunderschön mit dem Krokant hier drunter von der Pistazie. Ja, hier oben hat er ein bisschen Heidelbeermark drauf und ein paar Streusel, die auch bei dem Sebastian sind. Ein bisschen Soße war hier vorne drauf. Bisschen Obst, bisschen Soßenspielerei. Also nicht nur Essenzen oder Liköre oder Sirup oder sonst irgendwas, sondern auch die gerösteten Pistazien, die drunter waren. Also es war schon einiges. Da hat sich die Arbeit dann ausgezahlt, ne? Hat dann nochmal ein kleines Feuerwerk abgebrannt. Ja. Finaltag in der Trattoria Stromboli. Da ist ein Maestro. Ich hab da einmal die Rechnung. Bitteschön. Ist der Preis gerechtfertigt? 208,80 €. Das macht 150 € für die Speisen und knapp 60 € für die Getränke. Da kann man nun wirklich nicht meckern. Da komme ich öfter her, glaube ich. Nicht mal 40 € pro Person für 3 Gänge. Für den schönen Abend finde ich das sogar recht günstig. Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis also auch günstig. Toll gekocht, super gemacht. Ich würde sagen, Feintuning steht für die nächsten Wochen auf dem Programm. Aber das hat er gut gemacht. Die Mitstreiter werden geheim. Jeder will gewinnen, jeder will nach vorne. Gerade zum Ende hin. Ich weiß nicht, ob es unbedingt um Gewinnen geht. Aber natürlich will man auch irgendwie gut dastehen. Halt, ne? Natürlich. Mit bis zu 10 Punkten kann jeder die Gesamtleistung benoten. 8. Die könnten von Tobi sein, ne? Genau. 8 Punkte. Jetzt bist du da. 7. Ich denke, das wird von der Heavy sein. Sehr gute 7 Punkte. Du bist. Oh, eine 9. Das sieht doch schon mal besser aus. Also, ich habe gesehen, dass Sebastian seinen Teller immer aufgegessen hat. 9 Punkte. Ja, eine 7. Ja, ich denke, der Florian, obwohl ich weiß nicht, ob der so viel zu meckern gehabt hat. 7 Punkte. Ist nicht schlecht. 1,5 Pünktchen mehr, aber natürlich im Groben und Ganzen ist das schon nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Ja, 31 Punkte. Damit ist er ein Punkt hinter Heavy. Und das sehe ich nicht so. Schade eigentlich. Wirklich schade. Ich finde, dass er das richtig gut gemacht hat. Roberto Trattoria Stromboli liegt mit guten 31 Punkten trotzdem hinten. Mikes Wertung kann ihn aber noch nach vorne schieben. Im Maxis startete die Woche edel. Grundsätzlich mal, du bist hier der 9-Punkte-Geber die ganze Woche gewesen. Ne? Fairer Typ, ganz angenehm. Und du hast das Rüstzeug, dein Handwerk hast du richtig gut gelernt. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Wir werden von dir hören. Jetzt hast du von mir 9 Punkte im Petto, weil es richtig lecker war. Ich glaube, für den Michelin-Stern im Guide, da müsst ihr noch ein bisschen nachjustieren im Laden hier und da. Noch ein bisschen was machen, aber der Weg ist schon mal geebnet. An Tag 2 schnurrte der Waldkater. So, lieber Flo, Waldkater und der Taschi, okay? Für den bist du stellvertretend unterwegs gewesen. Hast du gut gemacht. Du hast eine gute Expertise. Ich hätte dich gern kochen gesehen, ne? Aber nichtsdestotrotz, 1300 Plätze. Dann macht ihr mal Hummer-Ravioli, ne? Da habt ihr eine riesen Karte. Ich verstehe es auch, warum. Und ihr liefert was? Ihr liefert ab. Es war super lecker. Ich muss es wirklich sagen. Und das beurteile ich einfach. Und auch das Ambiente hat mir gut gefallen. Das ist für mich Ausflug 2.0. Dann war Heavys Grieche dran.
zu Recht hast du das Lokal übernommen. Du führst eine große Tradition vor, 30 Jahre, dafür mal Gratulation. Aber ich glaube trotzdem, dass du ein bisschen das Ganze aufpeppen musst. Da muss jetzt ein bisschen so ein neuzeitlicher Stil auf die Teller kommen. Ich habe ein paar Tipps in der Woche gelassen. Bitte nimm mir das nicht krumm. Geh in Zukunft bitte noch mehr essen und lass das in den Laden einfließen. Die Leute vom Land, da komme ich nämlich auch her, die werden es dir danken und noch mehr kommen. Sie punkte übrigens. Wie bewertet der Profi das Tenshi? Tobi, ne, dass wir uns wiedergesehen haben, das freut mich und du hast auch wirklich abgeliefert. Ich finde euer Konzept wirklich, wirklich cool. Die asiatische Küche, so ein bisschen euroasiatisch darf man bei euch schon sagen, die kommt halt auch gut an, ist immer mehr am Kommen. Und ich sag euch was, eure Puffmutter, die war richtig lecker. Handwerklich war es eigentlich sehr simpel, aber das, was ihr alles insgesamt abgeliefert hat, macht es mir einfach 9 Punkte für euch. Und wie schneidet der jüngste Mitstreiter ab? Mensch, Roberto, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Am letzten Tag kommst du ran, Nervosität hast du halbwegs ablegen können. Ich fand das optisch sehr ansprechend, ganz toll. Hier und da musst du vielleicht noch ein bisschen am Feintuning arbeiten. Aber für mich, tolle Überraschung, Essen war lecker. Es muss immer Luft nach oben sein, aber trotzdem, starke 8 Punkte. Damit haben wir in und um Hannover 2 Sieger, das Maxes und das Tenshi gewinnen mit je 43 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zum goldenen Tag.